Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 1. Die ersten beiden Räume werde ich jetzt mal rausschneiden. Der erste, weil er einfach keine Daseinsberechtigung hat und der zweite, weil da einfach nichts passiert. Ja, ich weiß, ich schneide eigentlich nie was, aber ganz im Ernst. Ich werde mich nicht mit einem... Es lägt der Grad. Das ist unfair. Okay, rausschneiden. So. Das dauert zum Glück nur ein paar Sekunden, aber ihr glaubt mir gar nicht, was der erste Raum für ein Lustkiller ist. Ich bin da gerade durchgegangen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das Spiel nicht mehr spielen will. Ist irgendwie traurig. Weil es das Spiel eigentlich nicht verdient, aber ein einziger Raum reicht schon aus, mir ein schlechtes Gefühl zu bereiten. Ah, nochmal rausschneiden. So, wieder da. Ja, der erste Raum ist einfach scheiße, sorry. Der verbockt alles. Der macht das ganze Feeling kaputt irgendwie. Das Problem ist, ich muss wegen den Fledermäusen aufpassen. Ich würde sie gern killen, aber das kann ich nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gut. Jetzt der Rückweg wird ätzend. Ich muss mal was testen. Okay. So, da. Mache ich es eben so. Ich glaube, so sollte man das auch machen. Aha! Nein! Aha! Gut, gut, gut. Das Problem ist, nicht Link. Luigi's Kammer haben wir noch nicht geschafft. Luigi ist der einzige, den wir bisher noch nicht geschafft haben. Das heißt, den muss ich jetzt mal üben. Okay, schneiden. Und wieder hier. Jetzt üben wir Luigi's Kammer. Wow, der erste Raum ist so scheiße. Ich glaube, Luigi hat den schwierigsten Raum. Okay. Ja, jetzt hätte ich rübergekommen. Er ist nicht gesprungen. Ja, wieder hier. Ganz im Ernst, der erste Raum ist für mich das, was Danganronpa für Final ist. Nämlich ein Haufen Scheiße. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Final überhaupt so eine Meinung von Danganronpa hat. Er hat es ja noch nie gespielt. Zum aktuellen Zeitpunkt. Er hat es ja immer nur gesehen. Nur trotzdem. Gut. Ich meine, diese Stelle hier ist einfacher, als ich denke. Spring! Gut, danke. Okay, hier habe ich es verkackt, weil ich dämlich war letztes Mal. Nein! Boah! Das war Glück. So, das Problem ist, ich muss den Raum mit Toad jetzt auch noch schaffen. So, nicht zu sicher fühlen. Hier kann... Moment, die Pflanze ist ganz oben. Die kann spucken. Hehe. So nicht. Genau, weil wenn ich weiter renne, dann verrecke ich da. So dämlich bin ich nicht.
So. Luigi, dann der zweitschwierigste war Toad. Gut. Ich mag übrigens die Musik so gar nicht. Soll wohl episch oder so sein, aber die weckt in mir keinerlei Epicness, weil dieser kleine Drecksköttel nicht springt. So, da bin ich wieder. Ich habe den Luigi Run jetzt rausgeschnitten, das werde ich jetzt immer machen. Ich werde immer die Runs, die ich schaffe, rausschneiden. Dann wird die Aufnahme zwar länger dauern als Danganronpa, aber hey, das ist mir auch scheißegal. Ihr seht dann sowieso immer nur den Versuch, den ich geschafft habe. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht so eine Schneidscheiße machen, aber dieses Level hier verhaut mir echt die Lust auf das Spiel. Dabei ist das eigentlich eine gute Idee, aber ich habe so null Bock drauf. So gar nicht. Außer muss man nicht alles 100-mal sehen, ganz im Ernst. So. Auf Fledermäuse achten. Und auf den Podobo, oder wie das Ding heißt. So. Eine nach der anderen. Hab da noch was? Nö. Gut, das heißt, den Raum müssen wir jetzt auch nie wieder sehen. Oder ihr. Ich werde ihn wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Wie ihr seht, hier habe ich schon... So, wer jetzt? Mario, glaube ich. Eigentlich sollte ich Mario zum Schluss nehmen, damit ich mir Verwandlung sparen kann. Gut. Nein, ihr nicht. Ich sollte dich eigentlich killen, aber... Gut. So. Da hoch. Nein. Nimm ihn. Gut. Perfekt. Keine Ahnung, ob das anders möglich ist. So, jetzt Pixelarbeit. Gut. Ihr Drecksgeburten. Haha. Hab's euch allen gegeben. Oh, ich kann das Vieh mit dem Schlüssel vernichten. Cool. So, haben wir Marios Raum auch. Okay, Luigi ist, Mario ist, Toad ist. Fehlen nur mehr Peach und Link. Mache ich zuerst Link, weil der einfacher ist und Peach kommt zum Schluss. So. Vor allem Link hat zwei Hits. Ach, stimmt ja, das. Ah, ich habe den Sprung gerade versemmelt. Hab's gerade noch im richtigen Moment gemerkt. Ja. Toll. Komm her. Nicht so groß. Nein! Wehe! Ich hab Angst! Ganz im Ernst! Oh! Super. Weil Link sich geduckt hat in dem Moment. Gut. Dann warum ist es umgedreht? Achso, wahrscheinlich weil das Ding da nach unten geflogen ist. Nee, ihr dreht einfach so um. Oh nein, ich habe keinen Hit mehr. Das ist jetzt scheiße.
Zack. Gut, gut, gut. Oh, das war dumm. Alles klar. Nein, nicht das Spaghetti-Ding. Gut. Gut, die Dinger sind wieder da. Ich darf nur nicht in die Stacheln radieren. Ah, ich kriege jetzt mal ein Herzkasper. So. Ich wünschte mir echt, dass hier nach dem Mittelpunkt kommt, aber ganz im Ernst, ich glaube es nicht. Ich glaube, dafür ist Final zu böse. So. Oh nein, stimmt ja. Scheiße. So. Ruhig sein. Nein! Oh! Stimmt, ich hätte dich fast vergessen. Sind alle tot, oder? Ja, das ist gut. Okay. Da konzentriert man sich einmal und so gut läuft's. Puh, ich habe nichts schneiden müssen. Zumindest so. In dem Fall, oder wobei, habe ich schneiden müssen? Ich habe keine Ahnung. Nur zur Sicherheit. Okay, hier haben wir Toad. Okay, der Raum wird lustig. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass mir der Raum gefallen wird. Okay, schauen wir mal. Lass mich nachdenken. Peach, okay. Dann kann ich den gelben aktivieren. Dann komme ich zu Link. Dann komme ich zu Toad. Dann komme ich zum roten. Dann wieder zu Link. Dann zum grünen. Okay, okay. Moment, ich muss es umgekehrt. Ich muss von hinten nach vorne denken. So ist es einfach. Okay. Von Schlüssel zu grün, da brauche ich Link. Von Link zu rot, rot Toad, Toad Link, Link gelb, gelb Peach. Für Peach muss ich den blauen aktivieren. Okay. Ah! Okay, so funktioniert das. Gut, dann komme ich jetzt zu Link. Bringt mir aber nichts, weil das Gelbe aktiv ist. So komme ich zu Peach. Kann ich den Raum resetten?
Okay. Ich glaube, die Gelben sind immer aktiv. Moment. Aber ich muss zu Peach hoch. Genau. Jetzt ist das Rote aktiv, wegen Mario. Dann machen wir das. Komme ich dahin? Mhm. Das Gelbe. Das heißt, ich muss wieder zu Peach. Oh. Moment, das geht doch gar nicht. Oh doch, Moment, das geht. Genau. Entweder Mario, dann das Blaue weg. Genau, dann Link. Gut. Dann Mario nehme ich an. Nee. Genau. Und das. Genau. Dann Luigi. Mhm. Wow, da wollte ich gar nicht durch, aber ich nehme es an. So, haben wir einen Schlüssel. Ich muss jetzt das Blaue aktivieren. Den Schlüssel lege ich mal hier hin. Fürs Blaue brauche ich Peach, um dann an Mario ranzukommen. Genau. Oder auch nicht. Ich muss das Rote deaktivieren, verdammt. Aber dafür brauche ich Link. So. Hm. Genau. Moment. Das. Dann das. Dann das. Und das. Ich weiß nicht, ob es so geplant ist, aber ich habe es jetzt so einfach mal geschafft. Scheiße. Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft ein kleiner Ma... Ach so, deswegen die Stacheln. Oh, ich dachte schon. Kommt her, Stacheln. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt verbockt, weil ich groß bin. Klingt nach Metroid-Musik. Bitte. Ja, definitiv. Ah, Savepunkt, ja. Gut, dann kann ich hier einen Schnitt machen. Das war... Super Mario Origins 1, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!